Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 1. Wir sind hier noch bei unserem lieben Freund Lorenzo, der nicht mit uns reden möchte. Wir haben leider schon das Gold bezahlt, um gegen ihn zu kämpfen, aber er will nicht mit uns reden. Mit Dieben will ich nicht gesehen werden. Ja, seht ihr, er hat keine Lust, mit Dieben abzuhängen. Und ich habe jetzt nachgelesen, wir brauchen einen Witzzauber, damit er wieder mit uns redet. Haben wir aber leider momentan noch nicht. Da habe ich beschlossen, uns jetzt erstmal den nächsten Kampf zu stellen. Wir haben 39 Gold, nicht gerade die Welt. Sprich, wir müssen uns vor so noch ein paar Goldstücke holen, weil der nächste Kampf wäre gegen Craig mit 50 Goldstücken. Aber wir haben noch den einen oder anderen offenen Quest, den wir uns stellen können. Ich glaube, einer war gewesen hinten das die Bruchstücke. Nee, jetzt habe ich ganz vergessen, welche Quest wir noch hatten. Mal schnell nachlesen. So, Artefaktlieferung. Genau, die Artefaktlieferung können wir noch abgeben. Den Quest haben wir nämlich auch noch offen. Und was haben wir denn da Leckeres hin? Das sehe ich ja jetzt erst. Ein lecker rosafarbenes Stück Fleisch. Ja, könnte ein großes Stück Fleisch sein. So, ich schaue immer nach dem Dorkan parallel hier ausschauen, weil er soll hier auch noch irgendwo rumgeistern. Zack, rübergeflogen. Wuhu. So, Bipu Beppo. Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Ich sehe schon, du hast hier alles im Griff, was? Sei aber bloß nicht so vorlaut. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Wenn du das sagst. Hier, nimm einen Vorschuss an deinem Anteil. Versauf aber nicht gleich alles. Yeah, 20 Goldstücke, damit können wir auch schon mal wieder was anfangen. Dann werden wir mal gucken, Jäger Rachel, hat die noch was zu uns? Wegen deines Lagers? Wegen deines Lagers. Die Artefaktkisten werden wieder geliefert. Sehr gut, wird auch Zeit. Mein Mann wurde schon misstrauisch. Übrigens... Die Quake spielt um Gold und mit seinen Jungs. Die Kämpfer veranstalten Arena-Kämpfe. Die Kämpfer veranstalten Arena-Kämpfe. Ach, sollen sie doch. Hoffentlich hauen sie sich gegenseitig mal so richtig die Grütze aus dem Hirn. Dann sind sie vielleicht etwas ausgeglichener und nerven mich nicht ständig. Oh, ist eine gute Methode, aber ich denke nicht gerade die beste. Aber sie spielen auch um Gold. Craig spielt um Gold mit seinen Jungs. Dieser Mistkerl, er weiß genau, dass der Don sowas hier im Lager nicht haben will. Die Hunde sollen ihm das Gold bringen und es nicht für jeden Mist verjubeln. Geh hin und sag ihm, dass er damit aufhören soll. Machen wir natürlich noch nicht, erst wenn wir unser Gold selber gewonnen haben. So blöd sind wir nämlich nicht. So, wo ist Craig? Craig, 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 Craig. Da hinten steht er im Sumpf. Du kriegst als nächstes aufs Maul. Verkauf mir das goldene Bruststück. Ich will spielen. Ich will spielen. 50 Gold. Ja. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst. Abgemacht. Sag mir Bescheid. Hoppala, jetzt habe ich das versehentlich abgebrochen. Wollte ich gar nicht. Okay. Egal, werden wir trotzdem jetzt gegen ihn kämpfen. Ich bringe mir was bei. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Also gut. Triff mich in der Arena. Aber merk dir, gekämpft wird erst in der Arena, klar? Und wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, hast du verloren. Möge der Bessere gewinnen. Das ist ja richtig genial. Das erzählst du mir jetzt nach meinem ersten Kampf. Willst du mich verarschen? Vorher hat er nicht ein Wort davon erwähnt, dass man die Arena nicht verlassen darf oder ähnliches. Das war mir zwar irgendwo schon klar, aber er hat es einfach nicht erzählt. Was soll denn der Kokolores? Mensch Junge, du stehst auch ein bisschen auf dem Schlauch, wa? Typisch Kämpfer, nix im Hirn hier. So ein Autosave, das ist sehr praktisch, als da drauf gehen. Und wir haben keine volle Leben. Los, lass es uns austragen. Scheiße. Kacke, kacke, kacke. Ich habe keine Full Life. Ich habe nur Half Life. Das ist nicht gut. Und jetzt treffe ich den nicht mal. Na, komm her. Ja. Hey. Komm her. Ein Schild wieder hoch, Junge. Ja. Okay, ich treffe ihn nicht. Das ist nicht wahr. Oh, jetzt haben wir ihn erwischt. Und er kassiert kaum Schaden von uns. Das ist nicht gut. Oh, oh. Ich glaube, das könnte in die Hose gehen. Da haben wir uns etwas überschätzt. Oh, jetzt geht's doch einigermaßen. Zweimal schon erwischt. Ich bin auch nicht der talentierteste Kämpfer zu sein und will uns unterrichten. Naja, lassen wir ihn seinem Spaß. So. Ist noch nicht einmal erwischt. Das ist sehr gut sogar. Na komm her. Spüre meine Klinge. Craig, lass uns tanzen in die Arena, wo sie schon hat geprickelt. In meine Füße. Zack. Oh, oh, oh. Aua. Boah, knapp. Ich dachte schon, jetzt hat er uns. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden er macht mit seinem Gammelschwert da. Ah, okay, nicht so viel. Ich dachte, er macht mehr. Oh, okay, ich nehme zurück. Er macht doch mehr Schaden.
bin immer viel zu vorlaut bei sowas. Ich sag gerade, er macht nicht viel Schaden, dann kommt der nächste Hieb und ich kassiere gleich. Okay, es ist doch nicht wahr, er blockt ja alles. So, jetzt haben wir ihn. Das gibt's doch nicht, jetzt komm doch her, Junge. Komm. Komm her. Das ist doch nicht wahr. Oh. Ganz knappe Scheiße hier. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Jetzt lass dich doch einfach totprügeln, Craig. Das ist doch nicht so schwierig. Das tut auch gar nicht weh, siehst du? Komm her. Aua, okay. Nur wild draufkloppen bringt absolut gar nichts. Wir müssen ein bisschen taktischer bleiben, sonst gehen wir jetzt gleich noch gegen ihn drauf. Weil wir nicht voll Leben hatten zu Beginn des Kampfes. Oh, komm her. Komm. Oh. Ja, komm. Oh, das ist ja auch fast ein Hose. Wir brauchen noch einen Schlag, würde ich sagen, sind wir down. Oh, Schild noch streitzeitig wieder hochgenommen. Alter Schwede, ich gleich hier einen Herzkasten haben, wenn wir den nicht endlich tot kriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Nimm das Schild hoch, Junge. Komm schon. Nimm das Schild hoch. Oh, Alter, mach mir nicht mehr so eine Angst. Und wir haben es geschafft. Wir haben ihn besiegt. Wuhu. Er hat nun ein rostiges Schwert, macht so viel Schaden. Ah, 115 Gold, das nehmen wir doch alles mit hier. Nichts zu holen. Leck mich am Arsch, Quake. Du hast mich hier noch fast down geprügelt. Wir werden jetzt mal ein Stückchen aus dem Fass trinken. So, ich will spielen, ich habe Rage von Wetten erzählt. Ich bin besser als du. Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Hör auf, so dämlich zu grinsen. Du hast mich restlos ausgeplündert, Mistkerl. Ich betrachte das als deinen Gewinn für die Wette. Werd glücklich damit. Uns haben wir ein bisschen Gold. Ich denke mal, das kann was für meinen Kampf beibringen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? 200 Gold. Okay, er kann uns nichts beibringen. Aber vielleicht können wir eine bessere Waffe in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob sich das rechnet. 5 Stärke. Geh mal gucken, wie viel wir für die nächste bessere Waffe brauchen, bevor ich das Gold jetzt sinnlos auf den Kopf haue. So, zack, rauf hier. Ah ne, hier geht's hoch zum Sumpf. Da will ich jetzt noch nicht hin. Hier lang war das, genau. So, wen haben wir jetzt hier noch? Können wir dem Ricardo hier einfach aufs Maul hauen, damit er zu seinem Lager zurückgeht? Auf da, los. So, habe ich eigentlich schon unserem lieben Freund hier davon erzählt, dass seine Arbeiter wieder schuften? Ich glaube ja. Ah ne, 500 Gold für Arbeitskleidung. Okay, die habe ich einfach nicht. 500 Gold, das ist ein bisschen viel. Ah, Mann. Und der scheiß Idiot da unten redet mit uns nicht nur wegen einer beschissenen Flasche Bier. Das kann doch nicht wahr sein. Was wollt ihr jetzt hier? Ach ja, genau, gucken, wie viel Stärke wir für die nächst bessere Waffe brauchen. Oscar, komm her. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was haben wir denn hier so Feines? 18. Die macht Schaden 28. Dafür brauchen wir 25 Stärke. Oder 40. 40, okay. 25 ist ja noch machbar. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Aber was Gold dafür schon haben, ich glaube, das reicht nicht aus. Aber ich denke, aber 180 Gold kostet auch die Waffe. Das haben wir gar nicht. Ah, Mann. Das ist doch nicht wahr. Können wir hier schmieden? Ich bin kein Schmied. Oh, nichts kann er hier. Ich bin kein Schmied. Nee, ist er zu unfähig für. Dann legen wir uns jetzt mal eine Runde schlafen, damit wir wieder Full Life haben. Ich möchte jetzt nicht hier meine Sachen verschwenden, wenn wir uns auch einfach ins Bett hauen können. Oh, ne Babykrippe. Nee, Badezubehör. Ach, Badezuber. Nicht Badezubehör. Ja, mal die Füße waschen, ne? Muss ja auch nochmal sein. Einmal im Jahr soll man schließlich seine Füße und Beine waschen. So. Nochmal schön die Hände sauber machen. So, jetzt sind wir alt und schrumpelig. Frisch geduscht und frisch gebadet. Geht's ab in die Kiste. So, eine Runde schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Ah, da sind wir wieder. Frisch ausgeschlafen. Geht's ab in den nächsten Kampf. Mal sehen, was uns Craig bietet. Ah, nee, ich will spielen. Bringen wir es über den Kampf bei. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke. 95 Gold kosten 5 Lehrpunkte. Okay, da haben wir echt nicht genug Gold für, um nochmal 10 zu lernen. Also die Sachen sind hier verdammt teuer, wie ich es mir schon fast gedacht hatte. Hier können wir nichts machen, da können wir auch nichts machen. Aber wir können nochmal unsere 2 Bier umtauschen. Haben wir 2 Bier? Ah, wir haben sogar 3 Bier. Okay, wir können mal unser Bier umtauschen für lustige Informationen und für das goldene Schwertstück. Mana-Wurzel, nehmen wir mit. Ab in die Hosentasche damit. So, Luis, jetzt bist du fällig. Gib mir dein goldenes Schwertstück. Ein Bier für eine Information. Klar. Ja, damit.
Was hast du auch noch für Informationen? Bringen wir es über die Jagd bei. Also gut, hier sind 2 Bier für das goldene Bruchstück. Okay. Also gut, hier hast du 2 Bier für das goldene Bruchstück. Du bist in Ordnung, Kollege. Hier hast du das Ding. Schön blöd, dass das tauscht für nur 2 Bier, ne? Also echt bescheuert. Bringt mir das was? Ja, die Flasche bekommst du umsonst. Ah, schon gut. Okay, hat uns anscheinend gar nichts gebracht. Schade, ich dachte, jetzt haut er einen auf den Markt hier mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Aber nein, dem war nicht so. Und hier war auch irgendwo eine Höhle, wo wir noch rein müssen. Vielleicht haben wir mit der neuen Waffe jetzt eine Chance gegen die Viecher, aber ich glaube es nicht so recht. Aber wir müssen früher oder später da rein, denn mir gehen langsam die Quests aus hier im Lager. Und Gold habe ich auch nicht wirklich viel, weil kein Mensch Gold rausrückt. Das ist zum Kotzen. Oh oh, es bebt schon wieder. Ich ziehe schon mal meine Waffe. Wir müssen hier nur den einen Kerl finden. Wie heißt denn der? Ich glaube, da vorne liegt er auch schon. Ist das ein Mensch? Ich glaube, da liegt er. Wie heißt denn der Kerl, der hier drin sein soll? Die besten Kämpfer des Lagers samt des Gold von... samt dem Gold von Schollen. Dorgan, genau. Ach, Dorgan ist auch einer von denen, der ein goldenes Bruchstück hat, wenn mich recht entsinne. So, wenn wir unser Armbrust nehmen und die Grabmotte einheizen. Oh, die kommen ja schon wieder alle auf einmal. Eigentlich wollte ich die mir jetzt nach und nach holen. Oh, wie geht's hier weiter? Ja, unsere neue Waffe macht wesentlich mehr Schaden. Damit haben wir eine Chance gegen die Viecher. Komm her, du Grabmotte. Spüre meine Klinge. Zack, da haben wir schon mal. Dann haben wir gleich hier die nächste. Aua, ja, die machen auch gut Schaden. Mit unserer neuen Waffe geht das schon wesentlich besser ab hier. Ich glaube, wenn wir Schwerter ein bisschen trainieren, machen wir auch generell mehr Schaden, weil hin und wieder machen wir so einen kritischen Treffer, der doch relativ viel Leben abzieht. Und die Viecher klingen gruselig beim Sterben. So. Da grauselt es am Jahr. Das ist ja furchtbar. So, oh, ho, ho, ho. Heiltrank. Nein, ich mana Trank. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Oh, nein. Nein, nein, nein. Kack, jetzt hat er durch diesen dämlichen Verzögerung den falschen Trank getrunken und den Heiltrank gleich 2-mal. Oh, Mann, ey. Ja, gut, okay. Müssen wir mit leben? Oh, 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 oh. War es jetzt ein Fehler hier runter? Goldader. Erz schürfen, verstehe ich nicht. Und ich kann kein Erz schürfen. Ich will die Goldader abschürfen, meine Fresse. Ich muss unbedingt Erz schürfen lernen. Scheint sich richtig zu lohnen. Und da liegt... Sag mir bitte, dass es Domingo ist. So, Nautiluskäfer, die sterben jetzt hier. Die brauche ich. Das sind auch endlich One-Hit-Opfer. So, unsere 3 schwersten Gegner sind besiegt worden. Die Nautiluskäfer. Huch, was habe ich jetzt? Ach, Domingo. Eine Sichel, schwache magische Heilung, ein goldenes Bruchstück und eine Liste. Verdächtig. Okay. Dann schauen wir doch gleich mal auf die Liste. Das Erdbeben hier drin stört mich mittlerweile schon gar nicht mehr, weil es bebt ja hier überall, wann und irgendwo. Überall. Oh Gott, ey. Gleich ein Gehirnfurz hier, ein komischer Spruch. Naja, eine Truhe. Mal sehen, was da drin ist. Ah, sie ist offen. Ein Witz erzählen. Ja, wir können doch wieder kämpfen gegen den einen Typen, wo wir das Gold schon rausgehauen haben. Bärenstein. Huch, geh dann mit folgenden Zutaten zur Goldschmiede. Hm. Und was bringt uns das? Okay. Können wir vielleicht wahrscheinlich unsere Waffen mit verzieren und einen Goldbrocken. Auf jeden Fall Gold und einen Witzzauber. Jetzt können wir mit dem einen Typen endlich wieder reden, falls wir genug Mana haben. Jetzt schauen wir mal auf die verdächtige Liste. Liste. Muss ich noch abkassieren? Ah, okay. Da sind Namen drauf. Hm. Scheint vielleicht sowas wie Erpressung zu sein oder irgendwas ähnliches. Irgendwas wird es wohl sein in die Richtung. So, komm mal her, du dämliche Grabmotte. Dich holen wir uns jetzt auch noch. Das ist ja die letzte in der Höhle hier. Schaden machst du auch nicht mehr. Das wird zu viel Angst vor uns. Au. Okay, ich nehme zurück. Du machst Schaden. Für irgendwas müssen die Heiltränke ja gut gewesen sein, die ich mir vorhin reingeschlagen habe. Wir haben so viel vorgewirkt, dass er viel kaum Schaden bei uns gemacht hat. Und ich sehe fast gar nichts mehr. Ich nehme jetzt mal die Fackel. So, zack. Ah, schon besser. Wir können was sehen. Und hier ist... Ah, eine Heilkraut. Nehmen wir mit. So. Hier geht es noch weiter in die Höhle. Okay, ob das jetzt zu geistreich ist, hier reinzugehen. Ich mag es bezweifeln. Hallo? Ist hier... Was ist das denn? Was ist das? Ein Ghoul? Oh nein, oh nein, oh nein.
Wir werden uns jetzt ganz sicherlich nicht mit einem Ghoul schlagen. Definitiv werden wir uns jetzt noch nicht mit einem Ghoul kloppen. Da gehen wir garantiert bald drauf. Falls ihr nicht wisst, was ein Ghoul ist, das sind solche untoten Viecher, die noch ein bisschen Fleisch an den Rippen haben, also sowas wie Zombies. Und die sind nicht so lahmarsch wie Zombies, sondern eigentlich etwas flotter unterwegs. Und mit den Vieh werde ich mich jetzt definitiv noch nicht anlegen. Das könnt ihr voll abhaken. Und wo geht's jetzt hier raus? Ab zurück zum Dorf. Ja, die Fackel können wir wegwerfen. Ah, hier sind wir wieder. Ja, von ihm haben wir das goldene Bruststück. Von dem einen komischen Fuzzi auch noch. Jetzt fehlt mir eigentlich nur das goldene Bruststück von dem Borger. Ne, wie hieß er? Was ist? Ah, ne, ist ein Handlanger. Doch, vom Borger fehlt mir das goldene Bruststück. Von dem muss ich mir jetzt noch holen. Domingo haben wir jetzt ja schmerzlicherweise gefunden. Hawkins, Lorenzo. Arschloch. Okay, Lorenzo werden wir jetzt mit unserem kleinen Witzzauber bearbeiten. Da. So. Lorenzo. Zack. Was zum Gürger? Redest du mit uns? Nein, er lacht sich erstmal kaputt. Ich lach mich kaputt. Ja, habe ich gemerkt. Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Ja, er redet wieder mit uns. Endlich. Wir können mit ihm kämpfen. Ich bin neu hier. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel. Aber ich sag dir was. Ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. No, musst du dein armes Gold teilen? Wer hat gesagt, dass du das Gold mit mir teilen musst? Woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Und er war voller Gold und Artefakte. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Ja, aber ich werde das Gold mit dir definitiv nicht teilen, sondern ich werde alles für mich behalten und dann habt ihr alles für mich rausgeholt. Was für ein Plan, wa? Mhm. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Mann, natürlich ist das nicht so einfach. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die aus den Ruinen kommen? Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor wir an das Gold kommen. Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe vergessen, Timer zu stellen. Das ist natürlich sehr schlecht, aber egal, wir spielen sie noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, wir sind noch nicht ganz so weit in der Zeit. Du bist Kämpfer, oder? Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Natürlich bin ich Kämpfer. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Ich finde die Frage ganz gut. Tja. Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Okay, eine Stadt, komplette Stadt kaufen, das könnte teuer werden. Jemand hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen. Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das darum liegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Klingt nach einem guten Deal. Warum habe ich das Gefühl, dass es dabei einen Haken gibt? Kein Haken. Wir beide machen die Sache klar und teilen den Gewinn. Was davon passt dir nicht? Ja, nachher behältst du 80%, ich krieg nur 20. Wie genau willst du das Gold aufteilen? Ganz brüderlich, 50-50, ist doch klar. Abgemacht. Abgemacht. Geh vor. Na, dann wollen wir mal. Folge mir. Dann werden wir mal losziehen, die Tempelruine hier freiräumen. Hoffentlich wird das nicht allzu schwierig. So, Lorenzo. Lorenzo vom Matterhorn. Vielleicht ist das ja in Wahrheit Barney Stinson, der sich hier verkleidet und hier eine Rolle macht, um uns hier irgendwie zu verführen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht möchte er uns genau wie damals Marshall verführen. So, du Großmaul. Hier sieht uns keiner. Jetzt unterhalten wir uns mal ein paar Takte. Ich hab's geahnt. Typen wie dich kenne ich, die machen nur Ärger. Oh, was ist denn jetzt los? Will er uns jetzt einen aufs Maul lehnen?
Ja, was nehme ich denn jetzt? Bringen wir es hinter uns, zieh deine Waffe, lass uns darüber reden. Wo ist dein toller Tempel? Wo ist denn jetzt dein toller Tempel? Tempel? Ich geb dir gleich Tempel. Wir beide sind jetzt ganz unter uns. Und du wirst mir jetzt dein Gold geben. Ja, ich glaube, es geht los. Bringen wir es hinter uns. Zieh deine Waffe. Jetzt sprichst du meine Sprache, Arschloch. Na dann mal los. Das ist echt genial. Ja. Aber lass natürlich von so einem Arscher wie Lorenzo hier nicht unterkriegen. Ja. Ich glaube, es geht los. Wir haben auch schon den Kampf gegen uns schließlich schon Gold bezahlt. Dann können wir jetzt schon mal das Schwert abnehmen. Danach nochmal offiziell eine Arena besiegen. Ja. So. Ja, ja, so gut ist der gar nicht. Okay, der ist ungefähr so wie Quake. Aber er kassiert ein bisschen weniger Schaden. Seine Rüstung ist besser. Ja, definitiv hat er eine bessere Rüstung. Er kriegt weniger Schaden eingewirkt, aber kampfmäßig ist er nicht wirklich gut. Da können wir ihn ganz einfach mit unserem Schild von uns fernhalten und ihn auf die Fresse hauen. Ja, genau so. Spüre die Klinge und er kriegt einen Schlag nach dem anderen von uns rein. Na, wer gibt uns hier gleich sein ganzes Gold? Du oder ich? Na komm her, Lorenzo. Gib uns dein ganzes Gold. Du brauchst doch eh nicht mehr. Zumindest gleich nicht mehr. Vielleicht töte ich dich auch. Weil ich glaube, das machen wir lieber nicht. Dann haben wir das ganze Lager gegen uns aufgehetzt. So, komm her. Oh Mann, Alter. Die können hier so ausweichen. Die springen dabei richtig. Kann man das noch lernen? Das wäre natürlich echt cool, wenn man das noch lernen könnte. So. Aua, aua. Na, hörst du auf? Schaden macht er auf jeden Fall ganz gut. Aber hat auch nur eine gammelige Waffe. Oh, 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 oh. Hat er uns noch erwischt? Ich will jetzt nicht noch gegen ihn verlieren. Der hat jetzt kaum noch Leben. Jetzt stirb doch endlich, Lorenzo. Geh sterben, du Penner. Zack. Na komm, komm, trau dich. Schlag doch zu. Komm, komm, komm her. Schlag doch zu, genau. Schlag zu. Komm her, Lorenzo. Schlag doch zu. Auf die Fresse, Lorenzo, gibt's für dich heute. Zack, genau so. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Deine Schwaffe nimm mal mit. Er hat nur ein rostiges Schwert. Die haben alle nur so ein rostiges Schwert, machen trotzdem so viel Schaden. Leben machen wir wieder mit Schlafen voll, würde ich sagen. Oder am Fass. Du bist ja immer noch hier. Tja, so schnell wirst du mich nicht mehr los. Ach, mach doch, was du willst. Ich hab doch keinen Bock mehr, mich mit dir herumzuärgern. So ein Vollidiot. Was genau machen die Weißen in der Stadt? Du hast doch echt keine Ahnung, oder? Die Stadt brauchen sie nur, um ihren Nachschub zu sichern. Ihren eigentlichen Job erledigen sie in der Vulkanfestung. Aber frag mich nicht was. Ich hab keine Ahnung und es ist mir auch egal. Was? Ha, dir wird noch das Lachen vergehen, du Witzbold. Wenn sie dich erstmal zu fassen kriegen und dich in den Tempelruinen verheizen, werde ich derjenige sein, der lacht. Wenn du das sagst. Und was, wenn ich dich bei denen ausliefer, du Arschloch? Ganz ehrlich, die haben hier eine Auszugsweise, sind so freundlich. Wie wär's mit einem kleinen Arena-Kämpfchen? Vergiss es. Mit dir lasse ich mich nicht mehr ein. Hau ab! Was guckst du so? Oh, ist er beleidigt. Jetzt ist er beleidigt, weil ich ihm die Fresse poliert habe, obwohl er uns eigentlich die Fresse polieren wollte. Ich glaube, es geht los. Dieser kleine Penner. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Aber wenigstens haben wir es geschafft, ihn zu besiegen. Vielleicht kriegen wir auch so unser Gold von Quake. Wo steckt der Junge eigentlich schon wieder, wenn man ihn sucht? Quake, wo bist du? Komm her, ich will mein Gold haben. Ich habe Lorenzo... Lorenzo wird nicht mehr mit mir in der Arena kämpfen. Tja, dann hat sich das wohl erledigt. Hier hast du deinen Einsatz zurück. Ja, so ein Penner, ganz ehrlich. Ich hätte das Gold in doppelter Menge zurückbekommen können. Aber nein, der muss ja die Spaßbremse spielen. Naja, jetzt können wir nochmal kurz zu Borga den Quest abgeben. Mal sehen, was er uns zahlt. Ich habe deinen vermissten Kämpfer gefunden. Ja? Wo ist er? Ich reiß ihm den Kopf ab. Er ist tot. Ich fand seine Leiche in einer Höhle, in der Nähe des Sumpfes. Verdammte Schweinerei. Hat der Dorgan etwas bei sich? Irgendwas? Sag schon! Haha, er hatte ein bisschen Goldkram dabei. Eine Liste wird er wahrscheinlich suchen. Dorgan hatte eine Liste in seiner Tasche. Du verfluchter Hund! Wo ist diese Liste jetzt? Ich könnte sie vielleicht besorgen, weiß ich nicht. Ich könnte sie dir vielleicht besorgen. Was? Worauf wartest du dann noch? Ich warne dich. Versuch nicht, mich zu verarschen, klar? Ich will das goldene Stück dafür haben. Hier. Hier hast du die Liste von Dorgan. Hier damit. Wem hast du von dem Zettel erzählt? Niemandem. Das war auch besser für dich, glaub mir.
Okay, er ist echt ein ziemlicher Brutalo. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nicht ganz. Ich hätte da noch eine Sache. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Ich muss dir nichts mehr beweisen. Raus mit der Sprache, behalt's für dich. Ich denke, wir haben jetzt schon genug getan. Wir müssen ihm nichts mehr beweisen. Er soll uns einfach die Aufgabe geben. Ich muss dir nichts mehr beweisen. Ja, das ist allerdings richtig. Na gut, ich will zwar mit dir probieren. Hast du schon mal Schutzgeld eingetrieben? Sowas habe ich geahnt. Du schreibst Schutzgeld ein? Okay, erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Du treibst Schutzgeld ein? Psst, nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Bis auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Das kann dir doch egal sein. Okay, erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Gut, du wirst jetzt machen, wozu Dorgan nicht in der Lage war. Also, du gehst zu den ganzen Pfeifen hier im Lager, die nicht zu meinen Kämpfern gehören. Sag ihnen, dass ihre monatliche Zahlung fällig ist und kassier ab. Danach kommst du wieder und bringst mir das Gold. So einfach ist das. Vielleicht behalten wir das Gold? Man weiß nicht. Ich übernehme den Job. Ich weiß nicht. Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Keine Bange, ich mach das schon. Ja, berühmte letzte Worte. Ja. So, dann werden wir jetzt mal losziehen und Schutzgeld abkassieren. Tja, aber das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal in einer neuen Folge Let's Play Risen 1. Wir haben uns schließlich diese Folge schon fast aufs Glatteis führen lassen von diesem einen Idioten, der uns auch noch weismachen wollte, er geht mit uns einen Tempel ausheben und teilt das Gold, statt es dem großen Don zu geben. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, aber er wollte uns nur die Fresse polieren. Das lassen wir mit uns natürlich nicht machen. Hat auch ganz schnell zu spüren bekommen, dass wir nicht auf den Kopf gefallen sind. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked es, abonniert meinen Channel. Ich würde mich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal mit eurem Twin Force.